Ciao zusammen, willkommen zurück beim Raymond in der Rappenkiste zur nächsten Folge Stardew Valley, Folge 112. 12, meine Lieblingszahl. Woo! Ja, lassen wir es krachen. Wir haben noch gefrorene Geoden dabei, eine Vogelscheuche haben wir auch dabei. Schauen wir mal, was die Wahrsager heute so noch sagen. Geister sind heute höchst unzufrieden. Okay, das heisst für uns also kein Weg führt uns. Führt uns dort ab. Ich bin gerade am Studieren, ob wir vielleicht den dreifachen Espresso uns mal gönnen sollen. Könnten wir den eigentlich auch herstellen? Dreifachen Espresso. Sieht so aus wie so ein Tassli. Kesselbeersüssigkeit. Dreifachen Espresso irgendwie. Sieht so ein aus wie der, ne? Nein, eigentlich einfach wirklich eine Tasse, aber es ist eben ein recht. Das da. Können wir noch nicht, leider. Aber wisst ihr was? Den gönnen wir uns jetzt. Das sollte man, glaube ich, ein tiefiger sein, oder? Miau. Boah. Miau. Boah, da komme ich auch fast nicht mehr zu schlagen, so schnell sind wir. Das ist ja geil. Mir ist nämlich noch etwas aufgefallen, was ich unbedingt noch machen muss. Weil das, ja, da ist mein innerer Monk unzufrieden. 2 und was brauchen wir noch? Also. So. Unbedingt müssen wir das noch haben. Zum Glück haben wir die Türen zugetan. Wenn die da so schwierig im Weg stehen, kommen die ja komplett auf die Krise. Die können wir eigentlich gerade dann da außen her tun. Und die dann da. Oben. So. Jetzt hat alles wieder ein bisschen seine Ordnung. So. Haben wir unsere Enten schon quaken gehört? Eine quakt da schon. Wieso quakt die schon? Wässern. Ich habe schon vor dem Dünger Wasser, oder? Eine von unseren Enten säckelt einfach immer noch da unten umeinander. Was ist das für eine Hardcore-Ente? Hey! Komm heim! Komm! Komm heim! Kommt! Continental Breakfast? Hängt es einfach dort unten umeinander? Also. Wieso? Wieso haben wir immer einfach ein Hardcore-Tierli? Kann mir das mal jemand erklären? Eis! Eis haben wir noch! Hat es am Abend noch nie geschafft oder so? Das hängt einfach draussen umeinander. Haben wir nochmal eins in dem Fall oder was? Hat es nur so viel Heu gibt, wie man braucht, das ist schon ein Gold wert. So. Da hat sogar noch Eis. Ist da auch noch irgendjemand draussen? 2, 4, ne? Das sollte es gleich passen. Boah. Recht viel Ziegenkäse kommen wir rüber. Nein. Hey, ich brauche noch grosse Ziegenmilch. Meine Liebe. So, so, so. Tschüssi. Miau. Ist denen aufgefallen, wie schnell das ich bin? Moment, wir müssen hier noch schnell auftun. Tipp, 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 tipp. So.
glaube ich, mal alles verkauft. Und dann gehen wir mal in die Stadt. Und dann gehen wir da oben ein bisschen zusammenlassen. Hey, Pam. Du weißt gar nicht, wie froh ich bin, dass der Bus wieder in Betrieb ist. Ich fühle mich wieder richtig lebendig. Nice. Ich mich erst. Oh, man hätte ja fahren können. Ich depp. Mit dem Minecart, wobei, wenn wir jetzt schon mal so schnell sind, da geht es zwar nur noch 51 Sekunden, aber das ist ja richtig herrlich. Wir müssen unbedingt den einfachen Spritz herausfinden, wie der geht. Abby? Oh, hi Rainy, machst du gerade eine Pause? Ich auch, aber nicht von körperlicher Arbeit, nur ein paar Online-Kurse, bei denen ich teilnehme. Cool. Biomgleichgewicht. Aus unbekannten Gründen ist die lokale Bevölkerung von Flussfische auf ein nicht mehr tragbares Niveau angewachsen. Ich brauche einen nördlichen Angler, der mir hilft, ihre Zahl zu reduzieren. Ich benötige Hilfe beim Aufspielen des seltenen und gefährlichen Prismenschleims in den örtlichen Höhlen. Bring mir einen Krug mit prismatischem. Nein! Geh oder aufbrechen gern. Und etwas super Geiles. Das ist einfach echt hart. Das ist echt hart. 5 Iridium, 5 Eisenbarren. Das wäre einfach dann nicht das dümmste Mal. Stahlmülleimer. 30% des Werts zurückgehen. Iridium 5. Brauchen wir von denen. Verkauft er? Verkaufst du Iridium? Nein. Schade. Ding. Wir müssen ein paar Flussfisch fangen. Machen wir doch da schnell. Diesen da. Oh. Das ist dann natürlich hart. Gottes Lachs, Biomgleichgewicht, ja, das gilt der Charles 2. Hauen wir doch da unsere Doppel. Unsere Doppel. Köder geht auf den Putz. Rappatapatapara. Gottes Lachs, das macht es leider nur eine geben. 3 haben wir noch. Wird nicht da oben gekauft, hey. Jetzt haben wir dann die letzten 2 Jahre noch da raus. Da sind sie einfach weg. Also da war jetzt her gewesen, da. Moment. Jetzt haben wir so zweimal Max-Auswurf und dann fangen wir dann noch so gut aus. Das ist ein bisschen bitter. So. Eine Schatzkiste. Hm? Schon da neben. Wie viel Gottes Lachs hat es denn da noch? Das ist ja fast unheimlich. Nachher gehen wir noch Hartholz abhauen. Ein Schwarzbarsch hat es auch noch gegeben. Badem, dem, 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 dem. Dem, badem, badem. Was eben da auch noch gut ist. Können wir nämlich gerade noch schauen.
Ich habe gestern die schönste Schmetterlingsfamilie gesehen, wie sich in Stuttgart geschaut hat. Nice. Jo, okay. Du bist schon eine ganze Weile hier, nicht? Dein Hof läuft wohl gut. Ja, nicht so schlecht. Kann mich nicht beklagen, denke ich. Jodis, bitte, die hat... Irgendwie ist oben ein schwarzer Balken. Das ist also bei euch, glaube ich, gleich. Oh, Rainy, du hast mich erschreckt. Siehst du die Frucht dort oben? Sieht lecker aus, nicht? Aber ich komme nicht ran. Danke. Ja, ja. Ich sag jetzt nicht, wo wir sind. Ja. Okay, hab sie. Alter, du bist stärker, als du aussiehst. Danke. Was sehe aus wie ein Lauch. Hier, nimm ein Stück. Nein, das können wir abgeben. Oh Mann, er haut einfach in die verbotene Frucht. Rainy, du weißt es. Du weißt es. Mir ist gerade etwas klar geworden. Selbst wenn meine Künstlerkarriere floppt, habe ich immer jemanden, der mich auf dem Weg nach unten auffängt. Rainy. Du alter Charmeur, du. Schau dir mal, da unten ist sie schon wieder. Das ist ein wirklich nettes Geschenk, danke dir. Danke, dass du mir vorhin geholfen hast. Hey, Lea, du kannst auf uns zählen. Da sind wir da. Immer für dich da. Fast so wie die Frühlingszwiebeln immer für uns da sind. So eine zumindest. Irgendwann müssen wir mal den Gunther noch anhauen, ob er uns da nicht will, in Sewer, in den Abfluss runterlassen. Das klingt irgendwie falsch. Da gibt's noch einen wilden Meerrettich. Coole Kappe. Gute alte Kappe. Tja, da einfach nichts Tropiklammer. Truckerhut. Südwester Beamtenkappe. Blaue Mütze, naja, bitte. Nein, also einfach. Da bin ich gleich noch ein. Zu. Verbissen ist total das falsche Wort, aber. Also das Herd erwirtschaftete Geld für irgendwelche Mützen ausgeben, die einfach wirklich, die sehen einfach scheiße aus. Ich meine, da gehen wir jetzt gescheiter noch ein Hartholz holen. Wow. One Hit Wonder sozusagen. Ein Pilz. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sehr meditativ. 1, 2, 3, 4. Moin. Sind die im Sommer irgendwie nicht? Oh, geheime Notiz. Oh ja, geheime Notiz habe ich auch noch eine gehabt. Das ist Pennys Schrift. Ich möchte allen etwas schenken, das sie lieben. Mama, Pastinaken, glasierte Süßkartoffeln, kein Bier, Jazz, Feenrosen, Plumpudding, Vincent, pinke Torte, Weintraub, Herr Mulner, Lauch, gebratene Pilze, Oma Mulner, Rübe, Tulpe. Wir haben doch da noch eine, wenn mich nicht alles täuscht. Lesen kannst du, ne? Ist ein dunkler Tunnel gefunden, ne? Nein, es ist ja eigentlich das Bild, ne? Wie im Frauenshow. Der! Wo ist das? Was ist das?
sind wieder Dorf. Der Dorfkreis war dort irgendwie. Aber jetzt haben wir ja keinen Kreis. Ich sehe nichts. Da kann man doch auch irgendwo durch, ich weiss es doch. Gehen wir halt hinten durch. Ich glaube, wir müssen uns da wirklich auf die altbewährten Weg verlassen, sonst irgendwann gibt es einen Gugus. Den habe ich doch noch gehört, gesehen. Gefühlt. Förmlich gefühlt haben wir den noch. Ich wollte ja nicht will verschrecken, wenn ich da mit dem Säbel rund um mich herum haue. So, wir haben wieder ein bisschen Moneten. Und auch wieder ein bisschen. Ganzes minimes bisschen an Hartholz gesammelt. Ja. 66 aber erst. Jetzt muss ich mal schauen. Haben wir da den Frühling? So, ja, natürlich im letzten. Das ist ja klar. Was wir jetzt eben auch noch machen könnten. Das da. Franz im Frühling wächst in 8 Tagen heran, wächst schneller, wenn es in der Nähe eines Gewässers gepflanzt wird, ernte sie mit einer Sense. Okay, weißt du was, dann machen wir jetzt das wie folgt. Muss man die dann gleich auch wässern? Wow, das geht ja gar nicht. Moment mal. So. Wow. Wie habe ich das bloß ausgeholt? Muss man die dann gleich auch wässern, ist noch meine Frage. Wenn man es jetzt da gerade beim Wasser anpflanzt, muss man die dann auch separat jeweils wässern. Glaube ich ja wahrscheinlich schon. He? Ich glaube nicht, dass die sich selber wässern. Ah, wobei. Sieht zwar, irgendwie sieht es zwar schon ein bisschen so aus. Können wir da einen auch noch? Ja, da können wir auch noch. Nein, können wir irgendwie nicht. Okay, schade. Aber da noch. Machen wir gleich mal noch Wasserspritzen. Ja, das war jetzt sehr clever gewesen, wollte ich sagen. Haben wir die mal noch so teilen. So, weil Reis ist grundsätzlich auch nicht so verkehrt, glaube ich. Was haben wir denn da oben noch? Das gibt einfach noch Goldpastinaken. Ja, genau.
Pflanze sie im Frühling oder Sommer, um eine Kaffeepflanze wachsen zu lassen. Lege 5 Bohnen in ein Fass, um Kaffee zu machen. Die könnte man auch noch dann. Ja, muss ich. Weißt du, was geschieht? Nehmen wir die. Gut, da oben. Dann vergiss ich das nämlich nicht. So, Dali. Was tun wir denn noch da? Noch etwas für den Shooten. Eventuell das da und die da. Ja, wir dürfen noch ein paar. Können wir noch da oben schnell schauen. Da noch etwas Sammelbares gewachsen ist. Yes. Wilder Rettich. Es hat bedeutend weniger Würmli. Mal aufgefallen. Habe ich da schon geholt? Nein, haben wir nicht. Violette Pilze, die nehmen sehr gerne. Die sind gerade wichtig fürs Lebenselixier. Wenn ich nicht falsch liege. So. Und die nehmen wir mal mit. Dann geht's ins Bett. Schnell schauen. Ist zwar eigentlich gleich. Teils wolkig. Die Katze schläft einfach in der Küche. Also da haben wir immer etwa 4.500 mit dem Käse. Das ist eigentlich schon nicht schlecht. 5.000 Gold schon. Einfach so, noch ohne dass eigentlich etwas gewachsen ist von unseren, ja, wie soll ich dem sagen? Ohne dass etwas gewachsen ist von unseren Sachen, die wir gesagt haben. Ja, das wäre es wieder gewesen. Ich bin noch ein am Rätseln, was wir machen mit dem nächsten Stall, mit dem nächsten Luxusstall sozusagen, weil von dem wir jetzt gerade im Moment irgendwie gar keinen Platz, merke ich gerade. Aber es macht richtig Spass, wieder ein paar Sachen einzusetzen und so. Also, och, das liegt mir ein bisschen besser als der Winter. Sehr schön. Hey, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Dabeisein bei dieser Folge. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wärt. Bis dahin, bleibt sauber. Macht keinen Scheiß. Und ciao zusammen.